Hi, my name's Mike, and if you're sitting there watching this tape smoking your cigarette, well, hit the fast forward button, because I don't smoke and I don't like people who do smoke. I'm looking for the goddess. Are you the goddess? Who is the goddess? It's Superman! Dance like a stripper. Dance like a stripper. Dance like a stripper. Dance like a stripper. Alright, thank you everybody. Thanks for coming to you. And I do consider myself a refined valley dude. I love you. Life is a playground and I want somebody to play with. Ich habe das Gefühl, es ist so etwas, das einfach jeder im Begriff ist. Jeder kennt Radio Dreifach. Hast du schon gedacht, da drin steht, dass beim Radio Dreifach nur Studierende arbeiten? Die noch sowieso irgendetwas anderes machen und überhaupt nicht lernen für ihre Zukunft. Ja, ja, das passt so. Und damals Dreifach, wenn du beim Dreifach warst, dann bist du schon jemand in der Stadt Luzern. Also bist du auch angesprochen worden. Und oder in der kleinen Stadt Luzern, hey, ich bin Dreifach, bei dem, der zwar nur am Sonntagmorgen den Kater macht, aber eben ich bin dabei. Ich konnte wirklich Sachen ausprobieren, die toll funktioniert haben für mich, wo ich auch Freude hatte. Und das war schon ein Grundstein für das, was ich jetzt mache. Also ich bin zwar nie mehr zum Radio zurück in dem Sinn, aber ich habe immer weitergemacht auf Bühnen mit Bands, mit Projekten. Und ja, was geändert hat, weiß man jetzt. Ja. Kommen wir. Also ich definiere Karriere definitiv anders als der Herr Deville. Aber ja, jeder Glaube macht selig, nicht wahr? Also, wie gesagt. The Three Layers sind nach wie vor der Schweizer Musikexport im Bereich Indie. Sie haben zahlreiche Preise gewonnen, vom Grammy über den Swiss Music Award bis zum Eurovision Song Contest. Eine unglaubliche Erfolgsstory. Gehen wir. Okay, wie es aussieht, haben sie ohne uns angefangen. Aber egal, wir gehen jetzt gleich einmal rein. Ihr habt ja eure Karriere bei Radio Dreifach angefangen. Ihr seid sozusagen ein Produkt von Radio Dreifach. Fast schon eine Hausband, könnte man sagen. Habt ihr überhaupt damit gerechnet, dass ihr mal so gross rauskommt? Absolut, ich habe es schon immer gefühlt. Und auch euer Bandname ist in Anlehnung an das Radio entstanden, richtig? Wir wollten eigentlich zuerst Triple heissen, aber das hat uns zu fest an den Film Triple X erinnert. Und jetzt heissen wir Three Layers. Aha. Also ich hätte ja Threesome am geilsten gefunden. Oder die Threesomes. Jetzt ist es ja so. Euch gibt es auch schon seit bald 20 Jahren. Könnt ihr mir ein Autogramm? Euch gibt es ja auch schon seit bald 20 Jahren. Und ja, man könnte meinen, ihr seid keinen Tag gealtert. Ist das vielleicht darauf zurückzuführen, dass der Three Layers wie auch das Radio Dreifach einfach immer jung bleibt? Das fragt uns ständig und ehrlich gesagt, wir wissen es nicht. Ich meine, jedes Mal, wenn ich ein Bier kaufe, muss ich meine ID zeigen. Und ich bin 36 und Vater. First of all, stay here forever.
It's like something has just left. All we really need to do is to stay in touch. Me and you, and you and me. Here in this place, in our little now. Let's stay. Or go back there. You will always be the place we can return to. Ich habe mehrere hundert Geburten begleiten. Ja. Ich habe noch nie einen Namen gehört mit Zahlen im Namen. Nein. Das wäre jetzt also mal etwas Neues. Bea, I heard you're pregnant. I think that's wonderful. Well, thank you. Congratulations, Bea. It's going to be a lot of fun having a little one around the house. Oh, you know about that, huh? Oh, yeah. Is it true what I heard about caffeine? They're now saying that pregnant women shouldn't drink coffee. No, you can drink coffee. You just can't drink too much. Well, how much is too much? Seit um 13:30 ist, was Moderationen anbelangt, nicht ganz so viel gelaufen da auf dem Dreifach, was auch immer. Die vom Studio Dreifach, die faulen Siechen, hocken den ganzen Tag nur rum und machen überhaupt nichts. Ja, soll es besser machen irgendwie. Oder soll es vielleicht selber mal ausprobieren. Es gibt auf jeden Fall Tage, wo das Leben als Dreifächlerin oder Dreifächler sehr, sehr anstrengend sein kann. Das beste Beispiel dafür ist, wenn man mehrere Sendungen an einem Tag hat, was durchaus ab und zu vorkommt. Das ist zum Beispiel eine Morgensendung um 6 Uhr am Morgen. Dann hast du am Abend die Stosszeit von 5 bis 7. Dann habe ich vielleicht, wenn es ein Freitag ist, am gleichen Tag noch ein Musikspecial, den Stromstoss, von 9 bis 12. Das sind dann schon 3 Sendungen. Und dann, weil Freitag in Regelbahn 2 bis 4 oder 24 Stunden ohne Schlaf. Wir haben jetzt dann gerade ein Interview mit dem renommiertesten Radiologen der Schweiz. Er ist seit über 25 Jahren Leiter dieser Abteilung. Und was? Ah, sind die vom Fernsehen da? Grüezi. Grüezi. Wartest du draussen und bringst mir das Club Mette? Radio Dreifach hat alles verändert. Es ist ein absoluter Meilenstein der Musikszene der Schweiz. Stichwort The Three Layers. Auf einmal hat die Schweiz einen Musikexport gehabt. Jetzt sagen Sie, dass Radio Dreifach auch auf die Medizinwissenschaften einen Einfluss gehabt hat. Inwiefern? Also zuerst mal, also Radiologie hat ja nichts mit Radio im volkstümlichen Sinn zu tun. Wir sind spezialisiert auf Röntgenstrahlung, elektromagnetische Strahlung usw. Und wir haben vor 15 Jahren herausgefunden, dass sämtliche MRI und Röntgenbilder, die wir machen, völlig absurde Daten enthalten, sobald wir während der Strahlung Radio dreifach im Hintergrund laufen lassen. Ich zeige Ihnen ein paar Beispiele. Schauen Sie hier her. Heisst eigentlich Kissa-Reto. Oder? Da haben wir normal so eingetippt, dann auf einmal heisst es hier Kick-Ass-Radio. Oder hier bei der Frau Rölli. Da heisst es auf einmal bei ihrem Geschlecht 96,6. Oder hier beim Herrn Garcia, das ist ganz verrückt. Von ihm haben wir vor 16 Jahren ein MRI gemacht, hat einen Kirntumor gehabt, 97. Das glaube ich nicht, das hier klebt immer noch. Und das haben wir eben vor 16 Jahre gemacht und das hier ist von letzter Woche. Now he's called a fetus rather than an embryo. Und in der 12. Woche ist so ein wichtiger Schritt, wo man viele Untersuchungen macht. Man schaut das Kind genau an.
sieht im Ultraschall gut aus oder sieht man dort etwas Verdächtiges? Baby A, Baby B, Baby C. Dreifach. Ich habe eigentlich gewusst, dass Radio Dreifach nur in Luzern gelost wird. Ein aktueller Tinnitus hier vom Dreifach, das heisst ein Song, der besonders oft. Ja, meistens sitze ich einfach hier, trinke Tee, höre ein bisschen Radio. Miniature baby. After that is setting free used to mean to let go. Letting go is what never will be done by our own will. By the end of the eighth month, he has put on fat. At last, he is ready to start life on his own. Es ist ein wie eine Wanderung auf Pilatus. Man fängt einmal zu kleinen Sonden an und dann ist noch nicht so verrückt. Und es ist nicht von Anfang bis am Schluss eine riesen Anstrengung, sondern das steigert sich ein bisschen. Oder man hockt ab und zu ab und macht eine Pause. Das kann es auch geben während der Geburt. Das Grab des verstorbenen Gründer von Radio Dreifach wird seit vielen Jahren regelmässig besucht, sagen Sie. Ja, also er hat absoluten heiligen Status. Er wird von allen verehrt. Ich habe das gar nicht gewusst am Anfang, dass er so eine Bedeutung, so eine Wirkung, wie soll ich sagen, Anziehungskraft hat. Ja, und dann sind die Leute aus aller Welt und beten zu ihm und machen die komischen Gesten. Alles in der Hoffnung an die ewige Jugend. Und Sie, glauben Sie denn auch an die Wirkung? Jeder Glaube macht selig, nicht wahr? Don't go. Tell me that the lights won't change. Now, nothing will ever be enough to stay. Understanding the balance of then and after that. But honesty, staying young isn't balance. It is metamorphosis after metamorphosis. Irgendwann merkt man dann doch, jetzt geht es wirklich den Opsi. So nach der Freckmündung geht es nur noch steil bergauf. Dafür ist man dann einmal oben. Thank you.
sehr gut. Presse sie. Ganz gleichmässig. Ja. Komm, Schatz, komm, du hecheln, so wie ich. Presse. Ja, der Kopf ist schon draußen. Gib mir die Hand. Ja, ja, ich gebe dir sie da, nimm sie ja. Da. Ja. Das Kind ist draußen. Ja, jetzt haben wir es. Ist das ein schönes Kind. Geben wir ihm doch einen kleinen Touch aufs Fuddy. Ja. Wie wollen Sie es denn nennen? Dreifach.